meine lieben Pilzfreunde, wie geht's euch? Heute begrüße ich euch wieder zu einer neuen Folge von Fungi Farms Pilz Podcast. Heute zu dem Thema, wie Pilze die Welt retten können. Ja, wie können sie eigentlich überhaupt retten und warum? Das erfahrt ihr gleich. So, wie ihr schon gehört habt, wollen wir uns heute über das Thema unterhalten, wie Pilze die Welt retten können. Dann steigen wir direkt in das Thema ein. Ja, erstmal, was sind Pilze? Ich weiß es selber ab und zu nicht. Pilze sind absolut wunderschöne, abgefahrene Lebewesen, die ein eigenes Reich sind. Und wir haben Menschen, die Pilze mögen und welche, die es nicht mögen. Aber ich denke, ihr kennt alle Pilze, Hefepilze zum Beispiel von eurem Brot, vom Bier, vom Wein. Da ist für den einen oder anderen schon ein Weltuntergang, wenn das nicht mehr zur Verfügung steht. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, was können eigentlich Pilze noch? Ich glaube, wir müssen so kurz anfangen, dass ich euch kurz erkläre, dass der Pilze eigentlich die Zersetzer der Erde sind. Sie können so ziemlich alles zersetzen, was wir Menschen und die Natur und irgendjemand hinterlässt. Im Normalfall, sage ich mal, zersetzen Pilze Pflanzenreste, die von oben runterfallen, sonst würde unser Wald schon lange, lange, lange mit Holz überquellen. Wir haben Pilze, die tote Tiere essen und so mehr oder weniger. Natürlich, ich kann auch noch ganz kurz erwähnen, dass die Welt, wie wir sie heute kennen, auch nur so ist, weil wir eben Pilze auf der Erde haben und die irgendwann mal angefangen haben, Steine zu zersetzen und dazu Substrat zu machen und Symbiose mit Pflanzen und Algen einzugehen. Aber das besprechen wir irgendwann anders mal. Wie gesagt, Pilze zersetzen, sie zersetzen einfach. Und mittlerweile zersetzen sie nicht einfach nur Blätter und Äste, die heruntergefallen sind, sondern wir haben mittlerweile Pilze gefunden, die Plastik fressen. Wir haben Pilze gefunden in den Reaktoren von Tschernobyl. Total krass, oder? Also allein das ist irgendwie so, wow, muss man ja ehrlich sagen, weil wir wissen, so meines Wissens nach, nicht wirklich, wie wir diese Unmengen an Plastik wegkriegen sollen, außer dass wir sie irgendwo hinschiffen, wo sie eben keiner mehr sieht. Und ja, hier haben wir auf alle Fälle Pilze, die Plastik zersetzen. Ich hoffe, dass hier noch viel, viel geforscht wird und dass auch hierfür Gelder locker gemacht werden, dass wir da schneller vorankommen. Das wäre schön. Und eben auch, was radioaktiven Müll angeht, das ist ein Thema. Wow, auch da, wenn wir hier was finden, was diese Radioaktivität abbaut. Voll toll, muss man ja ganz klar sagen. Das sind natürlich alles relativ junges Wissen, was wir hier haben. Die Mykologie, so wie wir sie heute kennen, die moderne Mykologie, ist noch gar nicht so alt. Und das heißt also, wir treffen wirklich an jeder Ecke, wenn wir ein bisschen suchen, neue Sachen. Wir finden neue Pilze, also auch bei euch vor der Haustür, wenn ihr auf die Suche geht, stehen die Chancen sehr hoch, dass ihr neue Pilze findet oder neue Eigenschaften. Total cool. Also eine riesige Welt. Und um das Ganze kurz noch weiter zu haben, der eine oder andere wird gehört haben von dem Wood Wide Web, also das Internet des Waldes. Um es kurz nur zu fassen, ihr könnt euch das vorstellen. Die meisten werden es schon gesehen haben, aber wussten nicht, dass es Pilze ist. Also ein Wurzelnetzwerk oder ein feines Netzwerk von eben Pilz und Pflanze, die eigentlich alle Pflanzen miteinander verbindet auch. Ich glaube, bis auf 5 Pflanzenfamilien haben alle Pilze, alle Pflanzen auch einen Pilzpartner, also bis auf fleischfressende Pflanzen oder Pflanzen, die parasitär wie so Würgefeigen oder so sind, aber sonst alle haben eigentlich einen Pilzpartner. Also auch da sieht man die Wichtigkeit für Pilze. Und hier muss man ganz klar zum Beispiel sagen, wenn wir zum Beispiel über Renaturierung sprechen, ich finde es klasse, dass wir Renaturierung machen, keine Frage. Aber wer kümmert sich hier um die Pilze? Wir zerstören uralte Wälder,
und denken dabei nicht auch an die Pilze. Und hier, wie gesagt, die Forschung ist noch jung und dennoch haben wir hier, ja, ich sage einfach mal, wir wissen mittlerweile, dass Nährstoffe, Fette über diese Netzwerke verbreitet werden, Informationen. Wir wissen, dass Mama Baum mit Kind Baum spricht. Wir wissen, dass verschiedene Arten miteinander sprechen. Ja, also das ist schon wow, muss man ganz ehrlich sagen. Also für mich zumindest, wo ich das erste Mal gehört habe, war ich mir, wow, echt krass. Hat mich so ein bisschen an Avatar erinnert. Wisst ihr, diesen Film mit den blauen Menschen? Oder mit den blauen Menschen, wie gesagt. Ihr wisst schon, was ich meine. Crazy. Ja, gut. Jetzt haben wir so ein bisschen schon mal uns eingegroovt in das Ganze. Aber was können Sie denn jetzt aktuell machen, außer Atommüll fressen, den keiner hoffentlich zu Hause hat von euch? Und ja, was können Sie noch machen? Sie fressen Öl. Wir haben schon ganz tolle Versuche, sage ich jetzt mal, also Feldversuche vom kleinen Aquarium oder der Petrischale bis hin zu draußen Feldversuche, wo Pilze Altöle fressen. Das heißt also, ich sage jetzt mal, eine alte Tankstelle irgendwo, wo viel mit Öl und Benzin gearbeitet worden ist. Hier können wir Austernseitling Methyl drauflegen, werfen. Ihr wisst schon, das wird dann ein bisschen dauern. Ich sage mal ein Jahr, zwei. Bis der Pilz alles zersetzt. Wie gesagt, Pilze zersetzen alles, also eben auch alles, was Kohlenstoffe hat, werden zersetzt. Und der Pilz erfreut sich sogar aller Gesundheit, er kriegt viel Nährstoff und danach ist diese Fläche wieder renaturiert. Total mindblowing. Ja. Also ich denke, dass wir hier die nächsten Jahre noch viel, viel, viel machen werden können und ich hoffe auch, dass dieses Wissen einfach immer mehr verbreitet wird. Also teilt auch gerne unseren Podcast oder YouTube, je nachdem, wo ihr das Ganze hört. Und ja, redet mit euren Freunden, Bekannten drüber. Und ja, lasst uns das Ganze weiter verteilen, wie eben auch das Netzwerk ist. Was können wir noch machen aus Pilzen? Wir können so eine Art Styropor draus machen. Das Methyl ist ja so ein weißer Geflecht, wenn wir das im Labor machen oder unter gewissen Bedingungen, dann können wir hier, nennen wir es einfach mal Holzabfälle oder alte Papierreste nehmen, schütten das Methyl mit dazu. Das Methyl wächst durch die Form. Wir schütten das Ganze natürlich in eine Form mit dem Substrat und danach erwärmen wir das Ganze. Danach haben wir ein, ja, ich sag mal, wir können von Transportecken bis hin zu ja, Sachen, wo man Flaschen mit ist schon verschicken kann. Alles, was man einfach aus Styropor machen kann, können wir auch so machen. Und plus noch, dass das Methyl feuerfest ist. Ich habe mal ganz irgendwo also so Feuertests gesehen für Häuser. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zum Thema halt einfach. Also nicht nur Styropor, sondern einfach auch als Isolierung. Isolierung für Häuser. Hier klar sprechen wir von Vorteilen wie biologisch. Zuallererst mal, ich meine, als Grundsubstrat können wir hier Stroh nehmen, am besten ein Biostroh. Genial, genial. Das heißt, wir haben keine Verdunstung von irgendwelchen Lösungsmitteln oder Farben oder das Ding zersetzt sich auf Ewigkeiten. Also, wisst schon, was ich meine, und wenn das Haus abgerissen wird, kommt alles in Biomüll und gut ist. Wir haben ganz tolle Dämmeigenschaften von Pilzmethylung, das gleiche eben auch zum Thema Feuerfestigkeit. Also hier denke ich, wird sich die ja sehr, sehr viel ändern, gerade was zum Beispiel auch in Restaurierung von Altbauten geht. Also ich glaube, hier können wir noch richtig viel, viel machen. Auch Atmungsaktivität von diesem Styropor, ganz, ganz toll. Nur wir müssen das Ganze ein bisschen kurz halten, dass wir alles mal kurz anreißen heute. Wow, das ist auch ein Riesenpunkt. Natürliches Insektizid. Natürliches Insektizid, was soll das heißen? Wir haben also Pilze, die Insekten angreifen. Ich sag mal so wie ein Fußpilz, der greift euren Fuß an. Sowas in der Art haben wir eben auch bei ganz vielen Pilzen, die Insekten angreifen. Wir haben natürlich da auch gute und schlechte. Also jetzt zum Beispiel das, was mit den Salamandern und Fröschen passiert, ist nicht so toll. Das ist ja auch ein Pilz, der die befällt. So ein Hautpilz, das ist nicht mein Fachthema. Aber wir haben auch Pilze, die sich auf Insekten spezialisiert haben.
Der wohl bekannteste oder was immer einfach als Obergruppe für das Ganze genommen wird, ist der Cordyceps, auf Deutsch Raupenpilz. Wie der Name schon sagt, der wächst in der Raupe. Crazy Geschichte, so kurz gefasst. Der Pilz frisst die Spore, der Pilz wächst durch sein Wirt durch. Ab einem gewissen Moment sagt er ihm: Geh mal hoch an die Oberfläche, Sterbe dauert. Wächst ein Pilz aus dem Kopf dieser Raupe raus, es werden wieder Sporen verteilt und so fängt der Prozess wieder von vorne an. Mega crazy. Echt crazy. Ich habe gesehen, es gibt so zwei, drei Horrorfilme, die davon auch inspiriert sind. Ich kann verstehen, warum. Ihr habt das System kurz gehört, mit in unser Haus quasi nehmen, vereinfacht gesagt, und unser Haus zum Beispiel vor Termiten oder Ameisen schützen. Und hier ist es eben so, die Spore, die Ameise läuft drüber, beziehungsweise isst irgendetwas davon, bringt das Ganze am besten noch mit in den Bau. Der Pilz fruchtet irgendwann, die Sporen landen dort, wo die Ameisen leben. Und damit wird die Kolonie zerstört und damit ist das Haus aber auch gesichert. Das heißt, für die nächste Zeit ist euer Haus gesichert. Und gleichzeitig haben wir hier natürlich diesen Vorteil, dass der Pilz nicht euren Kindern, euch, eurem Hund oder den Nachbarn schadet. Eben nur diesen Insekten, die wir nicht hier haben wollen. Und so können wir unser Haus biologisch lange schützen. Wow, auch einfach ein Punkt, so wie Pilze einfach die Welt retten können. Also ich denke, hier muss einfach mehr Wissen in die Welt getragen werden. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr helft uns dabei. Wenn ihr auch unseren Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn einfach. Wie gesagt, teilt ihn. Dafür schon mal danke. Was können wir noch machen aus Pilzen? Wir können Leder rausmachen. Es gibt eine Firma in den USA, die machen Schuhe schon aus Pilz. Mega trendy, mega cool. Ich habe tatsächlich noch kein Paar, aber ich werde sie mir holen. Ja, wie gesagt, dieses Methyl. Wir haben verschiedene Pilze, verschiedene Eigenschaften. Und wir können das Methyl, in dem Falle ist es. Dann nicht hinter die Firma komplett geguckt, aber ich sag mal, in den Videos von ihnen wird es einfach gemacht. Wir lassen das Methyl wachsen, wir pressen es in Formen, so wie eben Kunstleder auch, dass wir Schlangenleder haben, Krokodilleder oder was weiß der Teufel. Und damit dann das Ganze färben. Hier sprechen wir natürlich auch von einer deutlich angenehmeren Färberei als das, was wir gerade in der Lederfärberei haben, was einfach pervers und abartig ist. Und menschenunwürdig natürlich auch, ne? Die hätten wir auf alle Fälle auch eine Lösung, die einfach auch wieder hier die Flüsse sauber kriegt, weil wir einfach nicht so viel färben müssen. Das ist natürlich jetzt nicht alles, um die Welt sauber zu kriegen, aber wir haben schon ein gutes Stück damit geschafft. Gleichzeitig haben wir das natürlich das Problem mit Kühen und Lederbearbeitung und Verarbeitung. Genial. Also wenn hier Leute zu den Themen hören und wussten nicht, dass das quasi als Konkurrenzmittel gibt. Lest euch ein, kontaktiert mich, ich gebe euch gerne Links und Kontakte weiter, die wir hier haben. Und ja, der medizinische Aspekt ist riesig. Also alleine da können wir Tage drüber reden. Fängt einfach schon an bei den alten Chinesen, oder es fängt eigentlich noch früher an. Es fängt eigentlich an bei Ötzi. Ötzi ist die älteste Aufzeichnung, wo jemand Pilze dabei hatte und sie auch genutzt hat. Zum medizinischen Falle, wir hatten Birkenpollen dabei gehabt. Wir wissen, dass Birkenpollen super gut sind für Magenverstimmung. Und den hatte Ötzi auf alle Fälle dabei. Also hier sprechen wir auf alle Fälle von über 10.000 Jahren an Nutzung dieser Medizin, Naturmedizin. Und ja, wie gesagt, wenn wir einfach bei der traditionellen chinesischen Medizin uns einlesen, hier finden wir einfach mit die ältesten schriftlichen Beweise eben für das Tolle dieser Medizin und Heilpilze. Was können wir noch mehr aus Pilzen machen? Natürlich können wir sie essen. Wir können sie essen natürlich, sie schmecken gut, sie lassen sich einfach züchten. Also ich sag mal, ein Austernseitling können wir wenn wir uns mit ein paar Sporen bewaffnen und nicht gerade unbedingt am Nordpol sind. Und selbst da können wir es in geschlossenen Räumen züchten. Es lässt sich überall Pilz züchten. Und gerade der Austernseitling ist nicht unbedingt anspruchsvoll, was sein Material angeht. Also wir können aus fast allem, was aus den landwirtschaftlichen Abfällen sind, verarbeiten. Also ich sage jetzt mal, das Innere von einem Mais,
Wisst schon, von dem Maiskolben das Innere, das könnten wir nehmen. Wir können Stroh nehmen, wir können Blätter nehmen, wir können so ziemlich alles nehmen, was Fasern und Lignin, sage ich jetzt mal, enthält. Sägeabfälle, Kaffeereste. Also in den ärmeren Ländern, was heißt in den ärmeren, so möchte ich es nicht sagen, in den tropischeren Ländern können wir zum Beispiel das Ganze auch aus Bananenblatt oder aus Bananenblättern machen. Also wir haben unendliche Möglichkeiten, was hier möglich ist, einfach als Lebensmittel. Ich fällt mir gerade ein, ich habe eine ganz tolle Podcast mal gehört über eine Dame, die das, oh, ich glaube so, das heißt African Mushroom. Mir fällt es gerade nicht ein. Diese Dame geht raus in die Dörfer und erklärt den Dörfern, wie sie mit einfachsten Mitteln Pilze züchten können und damit auf alle Fälle in der Nahrungskette einfach aus noch Stroh oder aus Abfällen was Nahrhaftes züchten können und das relativ einfach. Also hier haben wir so Low-Tech. Anbaumöglichkeiten mit einfachsten Mitteln, ich sag mal einen großen Kochtopf, Stroh und damit kommen wir schon ziemlich weit. Ja, wie vorhin natürlich auch kurz angesprochen oder überleitend zu dem Thema, natürlich auch sowas wie Bier, Weine oder generell Alkohol, Hefe, Bier, Entschuldigung, Brot. Ja, also all das, was vergoren ist. Ganz hip natürlich auch unser Kombucha oder Kombucha. Natürlich ein fermentierter Tee, dann alles, was gerade selbst fermentiert ist, wie Sauerkraut oder ich mache so kleine Champagner-Tomaten, also Tomaten, so Cherry-Tomaten. Super, super, super lecker. Ja, ist auch eine Fermentierung, also eine Symbiose in dem Falle, aber das geht jetzt zu tief ins Detail. Auch was ganz Tolles, weil, ja, ihr werdet Sauerkraut kennen, wer schon mal Sauerkraut gemacht hat. Super. Einfach erstmal, ihr braucht eigentlich nur Salz und einen Weißkohl. Dann wird das Ganze gemischt in ungefähr 2% und dann ab in ein Glas, einfach gesagt. Ja, und dann habt ihr erstmal ein lebendes Sauerkraut. Wir essen heute leider nichts mehr Lebendes, sondern selbst das Sauerkraut wird tot pasteurisiert und wir kriegen einfach keine lebenden Kulturen mehr, außer von einer Firma mit N, die ich wahrscheinlich hier nicht so einfach sagen darf. Wir sollten einfach wieder fermentieren. 80% unserer Wohlfühlhormone werden im Darm gegründet. Die brauchen tolle Bakterien oder die Bakterien, genauer gesagt, machen das und Pilze. Also esst wieder fermentierte Sachen. Ja, ganz, ganz, ganz toll. Aber wie gesagt, ist ein ganz anderes Thema und wir wollen das Ganze auch nicht sprengen. Ja, was ist noch ein Thema? Renaturierung haben wir vorhin kurz angesprochen, dass wir hier auch agieren sollten, wenn wir also wieder was neu renaturieren, hier schauen, dass wir Pilze mit reinkriegen. Hier ist auch was sehr Interessantes passiert, was wir eigentlich auch machen sollten. Wir sollten alte Bäume schützen. Jedes wunderschöne und nicht so schöne Haus, das 100 Jahre alt hat, wird heute geschützt und du darfst irgendwie noch nicht mal die hässlichen Fliesen runterklopfen oder irgend sowas oder einen Nagel tauschen. Aber alte Bäume werden ohne Probleme gekillt. Und wir wissen eben mittlerweile aufgrund dieses Wood Wide Web, wenn wir diese alten Bäume abschneiden, sterben auch oft jüngere Bäume. Das hat damit zu tun, dass, ich sage jetzt einfach mal, diese offene Schnittstelle dieses Baumes plus die Wurzeln, die ja dann langsam aber sicher einfach verarbeitet werden, bringen einfach Gifte und negative Sachen, nennen wir es einfach mal so kurz, mit in das Wurzelwerk. Das mögen die kleinen Bäume nicht und damit stirbt auch das oder beziehungsweise es ist ein gestörtes Verhältnis im Wald und hier sollten wir ganz klar an unsere Politiker und alle anderen auch appellieren, dass wir alte Bäume schützen müssen. Also hier geht gar nicht mehr die Frage des Wollens, sondern es ist ganz klar ein Müssen. Ja, das soll es im Großen und Ganzen erstmal immer das Thema, wie Pilze die Welt retten können, gewesen sein. Mir ist dieses Thema unheimlich wichtig. Es gibt noch 2, 3, 25, 28.000 Punkte. Ihr wisst schon, also noch eine ganze, ganze Menge. Ich möchte aber, wie gesagt, den Rahmen heute nicht sprengen. Wenn ihr Fragen, Ideen habt, dann schreibt sie mir doch einfach in die Kommentare oder schreibt mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich auf alle Fälle immer von euch zu hören. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit.
Bleibt den Mushrooms treu und mögen die Sporen mit euch sein.